Hey Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Clash of Clans. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Willkommen, Häuptling. Wir haben schon auf dich gewartet. Dies ist dein neues Dorf. Wunderschön, nicht wahr? Das Leben war wirklich perfekt, wenn es da nicht. Was ist das? Noch ein mickriger Menschlein? Oh nein, die Koboldhorde. Schnell, stell eine Kanone auf, um das Dorf zu verteidigen. Platziere die Kanone im Dorfzentrum. Wir müssen das Rathaus schützen. Jetzt ist nicht die Zeit, geizig zu sein. Gib ein paar Kronjuwelen aus, um die Sache zu beschleunigen. Nein, das mache ich nicht. Weil die sind wertvoll. Ja, da sind sie, Kobolde, zum Angriff. Jetzt greifen sie natürlich an. Ist ja logisch. Puh, das war knapp. Danke, Häuptling. Wir haben das Dorf auf einer Kraftlinie errichtet. Das bedeutet, dass sich die Kanonen mit der Zeit selbst magisch reparieren. Magier von Elfenbeinturm sind hier, um uns zu helfen. Nehmen wir das Koboldlager auseinander. Tipp mehrmals auf ein freies Gebiet, um deine Truppen einzusetzen. Ja, zwei Magier reichen dafür, weil wir wollen ja nicht alle Magier aufbrauchen. Kanone ist down und jetzt kümmern die sich noch um das Rathaus. Und ist auch down. Schön haben wir das Dorf auseinandergelegt. Wow, gut gemacht. Jetzt müssen wir dieses Dorf für den Kampf rüsten. Indem du deinen zweiten Bauarbeiter anheuerst, kannst du an zwei Gebäuden gleichzeitig arbeiten. Und jetzt müssen wir gezwungenermaßen die 250 Juwelen ausgeben. Elixier ist notwendig, um Truppen auszubilden, um viele Gebäude zu errichten. Gut, bauen wir so einen Elixiersammler. Jetzt habe ich den Text übersprungen, sorry. Der Sammler kann nun nur eine kleine Menge Elixier lagern. Bauen wir ein Lager, damit wir das Zeug horten können. Ein Elixierlager darf halt auch nicht fehlen. Das packen wir mal hier hin. Nein, wie gesagt, das beschleunigen wir nicht. Außerdem brauchen wir einen sicheren Ort für unsere Goldressourcen. Bau ein Goldlager, damit wir Gold horten können. Natürlich, wenn wir Elixier haben, Elixierlager haben, da darf ja ein Goldlager nicht fehlen. Ist ja ganz logisch, die Denkweise. Ah, Gold! Wir Kobolde lieben Gold! Häuptling, wir bauen eine Armee, um mit diesen Kobolden fertig zu werden, bauen wir eine Kaserne. Gut, wenn Sie eine Kaserne erwünschen. Sammeln wir mal kurz das Gold ein. Und jetzt lass uns ein paar Truppen ausbilden. Ja, komm. Den einen Weg gebe ich jetzt aus. Gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versohlen. Let's go. Und dazu brauchen wir jetzt nur die Barbaren mit einem Magier. An der Seite von den Barbaren würde es zwar schneller gehen, aber
Die Magier kann man nicht sofort in der Kaserne ausbilden. Deswegen spart man sich die lieber auf. Das war ein toller Kampf. Wie soll man sich in unserer Geschichte an dich erinnern? Das ist ganz einfach. Einfach nur Chan. Genauso wie mein Kanalname heißt. Mit dem Gold, das wir den Kobolden abgenommen haben, können wir es uns leisten, das Rathaus zu verbessern. Dann machen wir das mal. 10 Sekunden. Gute Arbeit. Dank der Rathausverbesserung können wir jetzt neue Gebäude bauen. Falls du nach neuen Herausforderungen suchst, frag mich einfach, indem du hierhin tippst. Aha. Da gibt es natürlich viele Herausforderungen. Häuptling, du weißt offenbar, was zu tun hast. Häuptling, du weißt offenbar, was du tust. Das ganze Dorf zählt auf dich. Jetzt habe ich noch 2 Tage und 17 Stunden Schild. Das ist nice. Und hier. Kaserne auf Level. Muss mal kurz zählen. 2, 4, 6. Kaserne auf Level 7 ist das, um diese Magier hier ausbilden zu können. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich bilde hier noch ein paar Barbaren aus. Oder wir bilden keine Barbaren aus, weil das Armeelager upgraden ist wichtiger. Und verbessern hier die Kanone. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.